Entdecke die 12 besten Tricks zum Kofferpacken. Lerne, wie du Platzsparen packst. Geheimnisse von Profis, damit du stressfrei in den Urlaub startest. Und am Ende des Videos gibt es noch einen genialen Trick fürs Handgepäck, den kaum einer kennt. Nachdem du dieses Video geschaut hast, wirst du deinen Koffer nie wieder packen wie zuvor. Wie legst du Schuhe in deinen Koffer? Einfach so? Sicherlich möchtest du nicht, dass die dreckige Sohle deine Klamotten berührt. Dafür eignen sich perfekt solche Einweg-Duschhauben, die du in jedem Hotelzimmer findest. Mache sie einfach unten um deine Schuhe und schon berührt die Sohle nicht mehr deine Klamotten. Damit du so viel wie möglich mitbekommst, solltest du jeden Platz ausnutzen. Die Schuhe eignen sich hierfür zum Beispiel, um Socken darin zu verstauen oder andere Dinge, die du leicht in die Schuhe stopfen kannst. Ich bin gespannt, was du später zum geheimen Handgepäcktrick sagst. Doch vorher kommt Trick Nummer 3. Achte unbedingt darauf, dass du schwere Sachen nach unten in den Koffer stellst. Das heißt, wenn du ihn später nach oben hebst, so wie diesen jetzt hier, dann sollten die schweren Sachen unten liegen, damit nichts zerdrückt wird. Achte auch, dass du beim Einpacken ein bisschen Tetris spielst. Diese Schuhe drehe ich jetzt zum Beispiel um und lege sie versetzt auf die anderen, denn so spare ich auch noch eine ganze Menge Platz. Das bringt uns zum Trick Nummer 5. Denn mit dieser genialen Möglichkeit sparst du beim Verstauen deiner Pullover und T-Shirts. Anstatt diese einfach zu falten, solltest du sie nämlich eng aufrollen. Tatsächlich kannst du dadurch eine ganze Menge Platz in deinem Koffer sparen. Egal ob T-Shirts, Pullover, Blusen, alles Mögliche kannst du aufrollen und dann aufeinandergereiht in deinem Koffer platzieren. Eine weitere Möglichkeit für ungenutzten Stauraum ist das Brillenetui, egal ob für eine Sonnenbrille oder eine normale Brille. Fülle dieses doch mit ein paar Ladekabeln. Hier bekommst du nämlich 2 bis 3 Ladekabel perfekt rein und hast du den bisher ungenutzten Stauraum ebenfalls noch genutzt. So hast du auch wieder ein wenig mehr Platz in deinem Koffer und es sorgt außerdem für mehr Ordnung, da die Kabel jetzt nicht wild durch den Koffer herumfliegen. Bei Cremes, Duschgel oder anderen Dingen ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass sie im Koffer aufgehen und auslaufen. Doch das kannst du ganz einfach verhindern. Mach dafür den Deckel komplett ab, nimm etwas Frischhaltefolie, gebe es jetzt hier oben drauf und stecke den Deckel wieder drauf. Denn dadurch kann nichts mehr auslaufen. Und es ist dabei auch egal, ob du es im Koffer platzierst oder in einem extra Kulturbeutel. Denn das Ausgelaufene wieder sauber zu machen ist wirklich ärgerlich und nervt. Daher ist dieser Trick genial dafür geeignet. Der nächste Trick ist unglaublich genial, denn du sparst so viel Platz in deinem Koffer, dass du viel mehr mitnehmen kannst. Wenn du größere Dinge wie Kissen zum Beispiel mitnehmen möchtest, dann musst du dieses nicht einfach so in den Koffer legen, sondern kannst dir dafür solche Vakuumbeutel besorgen. Ich verlinke dir mal die ich hier benutze, unten in der Videobeschreibung. Hier gibst du deine größeren Sachen einfach hinein, schließt den Beutel und mit Hilfe eines Staubsaugers kannst du die Luft jetzt heraussaugen. Und wie du hier deutlich sehen kannst, wird das ganze Paket dadurch viel kleiner und du hast viel mehr Platz in deinem Koffer. Das funktioniert auch mit Unterwäsche oder allgemein allen Klamotten, die zerknittern können. Du kannst diese Tüten auch wunderbar dafür benutzen, um deine Schmutzwäsche wieder reinzuwerfen und das Ganze so auf dem Rückweg mitzunehmen. Falls du keinen Staubsauger in deinem Hotelzimmer hast, was natürlich üblich ist, ist diese Pumpe im Lieferumfang enthalten. Die kannst du bequem mitnehmen und dann auch von unterwegs die Luft heraussaugen. Ebenfalls wichtig ist es, jede freie Fläche zu nutzen. Wenn also irgendwo kleine Lücken entstehen, dann stopfe diese aus mit Unterwäsche oder zum Beispiel Socken. Denn das sorgt am Ende dafür, dass du doch noch etwas mehr Platz in deinem Koffer hast. Ebenfalls eine geniale Idee, um Platz zu sparen, ist es, mehrere Klamotten zusammenzurollen. Nimm zum Beispiel ein Outfit, bestehend aus Unterhemd, Pullover, T-Shirt oder anderen Dingen, lege sie übereinander und rolle sie ein, wie wir es vorhin schon mit den T-Shirts und Pullovern allgemein gemacht haben. Mache jetzt außen noch Socken rum, so wird das Ganze richtig schön zusammengehalten und ist richtig eng gerollt. Das spart auch eine ganze Menge Platz und du kannst es so in deinem Koffer verstauen. Bevor wir zum geheimen Handgepäcktrick kommen, hier noch ein schneller Tipp. Wenn du ein Feuchttuch mit einem Duft in deinen Koffer legst, dann sorgst du dafür, dass es richtig schön frisch riecht. So sollte dieser eklige Koffer-Mief nicht mehr vorhanden sein, den man sonst vielleicht eher kennt. Wenn die Airline, mit der du fliegst, erlaubt, ein Kissen mitzunehmen, dann schnapp dir einen Kissenbezug und stopfe dieses voll mit irgendwelchen Klamotten. Denn tatsächlich kannst du so noch ein paar Klamotten mehr in dein Handgepäck schmuggeln. Das eignet sich auch besonders gut auf der Rückreise, wenn du zu viele Klamotten geshoppt hast. Prüfe aber unbedingt zuerst, ob die Airline ein Kissen zu deinem Handgepäck erlaubt. Hast du übrigens schon mal deine Toilette mit einer Gabel gereinigt? In dem Video, welches ich dir an dieser Stelle verlinke, zeige ich dir, warum du das unbedingt probieren solltest. Über einen Daumen nach oben und dein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.